Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Lachanfall. Nein, es ist Montag, wir nehmen auf. Projekt No Name ist der Codename. Mit am Start die üblichen Verrückten. Daniel, Chris, Sachsen-MP, Bauer ist glaube ich auch da, ne? Jawohl. Ich hab die Namen vergessen, ich war schon länger nicht mehr dabei. Ja, der Bauer ist auch mal wieder da. Ja, ich bin auch wieder da, ich habe letzte Woche ausgesetzt, weil ich unterwegs war. Ja, ich habe auch ausgesetzt, ein paar Mal mehr oder weniger. Das ist das zweite Projekt, was ich seit meinem Aussetzer wieder aufnehme. Aussetzer. Ja. Machen wir erstmal gucken, was hier heute Sache ist. Einmal mit Toni aufgenommen. Das müsste jetzt eigentlich morgen online gehen, ne Toni? Moment, muss ich das einfach... Morgen ist der 16. Weil wir hatten das vom 16. gesagt. Rum. Los, das passt. Nee, doch nicht. Der Baum rollt. Jo, morgen kann ich mal einer festhalten? Daniel. Wird auch klein schneiden, ne? Ja, aber der Baum rollt los. Das genau, der Baum haut ab. Ich nehme auch die großen Stämme, die passen auch drauf. Der nimmt alles. Also wer immer das hier gesehen hat, das ist ein bisschen lang für den Anhänger. Nein. Guck mal, so doch. Gut, oder? Wir können auch einen ganzen Baum hinten in die Klemmer legen, wenn wir fertig sind mit Aufladen. Dann kann ich den auch mitnehmen. Wir können auch mal alle gepflegt die Füße waschen. Na? Dann passt das. Aber ich muss den, glaube ich, mal durchsehen, sonst wird das hin jetzt. Weil der schon so Kettensäge. Ja, wenn ich laufe, dann leckt das bei mir. Ah, der Baum fällt auf, aua! Oh. Voll auf den Tracker rauf! Oh, das tut mir natürlich leid, dass er die blöd getroffen hat. Wie der sich dreht. Ist ja wie auf dem Dom hier. Schneide ja, den Baum! Nimmst du doch so, ne Daniel? Ist doch okay. Ja, aber in Asten, ja. Schneide ja, den Baum! Los. In Asten, die Mühe tun mache ich mir noch, aber dann tu dir die Mühe mal machen. Ja. Er muss es selbst rasieren, das muss erwarten. Ja, in der Tat, das müsste ich eigentlich mal... Apropos rasieren, ich mach gerade die ganzen Bäume hier weg, die Stümpfe. Ja, aber sprechen, wie sind wir jetzt auf das Thema Rasieren gekommen? Das möchte ich gerne wissen. Keine Ahnung. Ja, Stefan ist auf das Thema Rasieren gekommen. Ich bin auch nicht so blöd. Du hast was vergessen, soll ich dir mit dem Baum mal hochgeben, damit du das dann besser abrasieren kannst? Oh. Hallo, ja, Baum. Warte, ich rasiere mal. Ja, ist doch voll toll. Dezent zu schwer, glaube ich. Ey, das ist doch voll, jetzt geh doch kaputt, du blöder Kackbaum. Dezent unter meinem Gewicht, ja, genau. Ich würde sagen, du hast abgeladen. So kann man abladen. Ja, dezent zu schwer für meinen kleinen Kran. Ich dachte, du hast voll dezent einen abgeladen. Ja, warte, ich säge halt dir den mal ja. Dezent auseinander. Was machen wir eigentlich, den ganzen Wald hier abholzen, oder was? Ja, klar. Genau. Hatte ich einmal jetzt so gedacht. Weg mit dem Dreck. Okay. Ja, wenn die Öko-Frutzen jetzt wieder was dagegen haben... Mach nicht so Zahnstocher daraus, ich krieg ihn gar nicht aufgesammelt. Bitte? Wie im Leben aufladen. Hashtag Standbild. Gott, ich wollte gerade sagen, man hat das Standbild. Hashtag Standbild. Genau. Wo denn? Fällt den Regenwald. Ich mach nicht so eine scheiß Zahnstocher, die bringen jetzt. Hä, was denn? Trecker müde, Trecker die Spitze vom Baum, die kriegt doch nie im Leben aufgesammelt. Fällt mir da doch wieder zwischen durch. Ja, ist das mein Problem? Ja. Oh, Chris hat seinen Trecker umgelegt oder wie? Nee, das war ich mit Hashtag Standbild. Achso. Ja, ich war das nicht. Ich ja. Bin hier im Wald. Achtung, Baumfeld! Schon wieder! Ich möchte den Stetzen hochmachen. Wo denn? Wo denn? Oh, mein eigener Baumfeld auch. Achtung! Ist schon gefallen. Check fest! Oh yeah. Alter, das geht ja richtig geil. Alter, wieso rollt mein Baumberg hoch? Hä? Ich hab grad voll den coolen Bug. Meine Forkel glitscht mir so hinterher. Und warum ist der Anhänger hier weg? Läuft bei dem Baum. Wo ist denn der Trecker mit dem Anhänger hin? Hier. Baumfeld. Das lecken gerade ein wenig von mir, ey. Alter. Alter, von jetzt. Ja, wo ist hier Nissi? Action. Wald? Das ist ja eklig. Ey, hör mal auf zu rollen jetzt, Baum. Das ist nicht so cool. Alter, aber wieso war mein Baum so groß, alter Schwede? Alter Schwede, da Baum. Warum war ich immer diese Schweden? Das der ist doch... Nein! Attentat! Also mein Baum war geschätzt 50 Meter groß oder so. Der war genau berechnet, Missy. Der war da. Missy, einmal aufladen, bitte. Ey, bei mir backt das so ein bisschen. Was macht ihr denn da schon wieder? Ich sehe da wieder nur so einen Haufen Namen auf einem Fleck. Das geht schon wieder genauso weiter, wie der letzte Woche aufgehört hat, glaube ich. Boah, ich glaube, meine Forke, die backt so geil. Ich mach mal auf deinem... Ach, verdammt, schade. Nein, nicht wegrollen! Nein! Bleib stehen! Wir haben ja alle drei Sägen sogar. Ach, du hast direkt den Baum aufgeladen. Das ist natürlich gut.
Ja, das war meine meine Schmeißkunst. Nein, nein, ich kipp um. Scheiße, scheiße. Ich hab glaube ich gerade voll die Internetprobleme. Die Bäume sind zu schwer, Ja, du aber stehst du auch auf, Mann, Alter, Schwede. Wie soll ich denn hier sonst aufladen? Ihr platziert die Bäume auch so gut. Ich sehe hier Sachen. Ja. Willst du die ganze lange Stück so quer nähen? Hört ihr mir? Meditation. Dachsen. Ja. Bück dich mal ein Stück. Genau. Bück dich mal. Du sollst dich bücken, dann kann ich ganz ganz gut unter über den Alter. Friss mal auf hier Streichholz. Den leer mein Anhänger. Ja, alles bin ich gleich für dich überladen. Irgendwie, Leute, hört ihr mich? Ja, jetzt. Ja. Nein. Ihr müsst euch unbedingt meine Aufnahme angucken. Ich habe gerade einen Baum vor mir schweben, einen Frontlader, mein Heckgewicht und die Forke sind irgendwie 20 Meter von mir entfernt. Was? Ich ziehe hier gerade die Bäume mit. Was? Das sieht bei mir gerade mal cool aus. Bei mir ist die Zapfe, weil ich wie jetzt ein gelbes Kabel und der Anhänger bäumt hinterher. Oh ja. Ich merke das gerade. Der Alter, du ruckelst aber auch mega. Das leckt voll. Bei mir ist es flüssig. Nö, geht schon. Oh, mein Anhänger kommt gleich nach. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten mal aufhören. Jetzt sind den Server zum Absturz gebracht. Was haben wir? Hör mal auf, Bäume zu fällen. Ich glaube, wir müssen erst mal den ganzen scheiß Baum stellen. Daniel, kriegst du das nicht mal. Hey, mein Kondor, das ist da. Ihr müsst mal meine Aufnahme angucken. Ich fahre hier mit dem Anhänger weg. Der Anhänger ist irgendwie 15 Meter hinter mir. Auf einmal kommt er angeschossen. Ja, das habe ich gesehen. Timo, was machst du da? Jetzt? Bei mir hängt der ganze Zeit der Frontlader da, ich war die ganze Zeit mal mit, mal ohne Frontlader. Jetzt fährt der Anhänger vor, was? Was zur Hölle? Das gebe ich auf, Alter, was ist los? Mein Anhänger fährt vom Trecker an. Eskalation! Ihr müsst meine Folge. Ey, Timo, was geht denn mit dir? Das sieht aus wie so eine Art Raupe. Ja. Alter, wie geil ist das? Die ganze Fronthydraulik ist einfach mal 10 Meter vor mir. Ich hab meinen Hänger, mein Anhänger fährt einfach. Da hätte ich einfach nur Raumdichter mit. Du riskierst einfach ein Screenshot, ey. Das bewegt sich zu flüssig und dann gar nicht. Bauer. Mein Anhänger fährt von mir weg. Henning, könntest du mich bitte mal anschubsen? Ja, ich wollte dich ja, aber schon wieder. Ich sehe nur Baumstämme. Ich sehe meinen Frontlader da wegfahren. Mein Frontlader fährt weg und der Baumstamm und mein Gewicht, aber der Trecker nicht. Was ist hier los? Ich steuere meinen Anhänger gerade fern. Hey, du rammst mich gerade. Was zum Teufel? Leute, ein bisschen Kontenance. Ey, du musst schon mal sehen lassen. Ey, mein Frontlader fährt alleine. Und meine Forke geht zu meinem Frontlader her. Ich stelle es doch. Ey, fahr mal Richtung Segelberg, wenn ihr mich versteht. Daumen hoch für die Action. Ich sehe ja nicht, wo ich hinfahre. Ich sehe gar nichts mehr, ich kann auch nicht mehr. Ich sehe meine Frontlader-Folge mit dem Baumstamm rumfahren. Ich steuere meinen Anhänger gerade fair in die Ecke, 100 Meter, ich sehe ihn gar nicht mehr. Vielleicht auf die andere Seite packen, müsste ich dir auch fällt, aber pass auf, Sachsen, ich baller dich jetzt noch mit meinem Anhänger. Ich glaube, wir haben alle Bäume gefällt. Ohne Scheiße, ja, haben wir glaube ich auch. Du musst unbedingt in meine Aufnahme gucken, ey, das ist so ein Brüller. Das ist richtig geil, Mann. Jetzt fährt mein Frontlader mit dem Baum dran. Ich fahre einen Frontlader mit Baum vorne dran. Ihr seht ja meinen Anhänger hier alleine rumfahren, irgendwie? Nee, ich sehe nur die Stücke Holz, die eigentlich auf dem Anhänger sind, durchgegangen. Ich steuere gerade meinen Anhänger, der Trigger hängt ja irgendwie auf dem Felsen drauf. Ich sehe nur die Stücke Holz. Bauer. Zurück, rechts, links. Alter, das ist was für eine Chaos-Dorf haben wir jetzt schon, ey, in den 9 Minuten. Ich steig mal. Oh Gott. Ich steig mal aus. Was? Oh, ich steig mal aus. Willst du abfahren? Den kommt der Trecker entgegengeflogen. Stopp. Ich sage nur, Hashtag Standbild. Guckt in meine Augen. Da komm, wir gehen mal. Ich seh's bei der Luft hängen. Seht einfach, ich hab wie der Baumstamm hängt. Ich hab einen fahrenden Baumstamm. Ja, der Fuhl, der Baum ist aufhören. Ist ja mein Anhänger wieder vor mir weg. Alter, Jungs, wir müssen mal weniger Bäume fällen, glaube ich. Ja, klar, wir müssen aber was wegbringen jetzt hier. Ich hab nur noch einen Baumstamm. Ich hatte immer nur einen Baumstamm, von daher habe ich nicht viel Verlust gemacht. Ach, jetzt habe ich endlich mein Frontgewicht wieder dran. Das ich bin vom Hof aus losgefahren und jetzt, wo ich bei euch bin, habe ich wieder dran gekriegt. Jetzt hab ich ja keinen Baumstamm mehr, weil ich ihn verloren hab. Aber ich hab dein
dein Dryer mal umgedreht. Ach, hast du endlich geschafft? Ich weiß nicht, welchen hatte. Jetzt ja, geht's eigentlich. Ich rumfahren mit Baumstamm und ja. Ja, wenn du vom Wald weg bist, geht das. Aber im Wald kannst du gleich fahren. Weiß nicht, wo die anderen hinwollen, aber da seid ihr falsch. Genau, Daniel. Nein, ich fahr zum Sägewerk. Ja. Ja. Zum Sägewerk. Und wir auch. Das ist die große Kirchturmrunde, ja? Er weiß es nicht. Hey! Hey, wo ist meine Mütze? Es zieht! Was, du frisst mich gleich? Ja. Was? Ich hab nämlich Hunger. Deswegen wollt ihr denn hin? Oh, es gibt Geld, hab ich gehört. Jo, klingen. Ich geh in der Zeit ein paar Pilze sammeln. Abgeben, mein Baumstamm hier? Ach doch! Gibt es auch was von dem? Normalerweise, ich muss einen Baumstamm abliefern. Liefern die Baumstämme selber ab. Weiß ich noch? Mein Baumstamm ist weg. Hab ich mal. Was? Ah, Hilfe, aua. Oh. Lass mich ran, da denn sie will ja. Juhu. Wo muss ich jetzt wieder längs? Hier irgendwo, keine Ahnung. Hier oben rechts oder quer über die Bäume. Ja, lass mich doch, hallo. Guck mal, die machen da vorne schon wieder Faxen. Ja. Das ist hier, Faxen. Jetzt geht's gleich wieder in Standbildwald. Stammt was vergessen, müssen wir die Runde machen. ich bin lieber gleich mal rechts rangefahren. Ich hab bei ihm drin. Straßensperre. Ich bin wieder im Standbild, weil. Aua! Ey! Hau ab! Oh. Alter. Alter, bis die Hänger da hinten rumdrückt. Oh, da liegt ein großer Baum, den nehmen wir. Oh, was? Wie? Hä? Da, ich bremse? Da. Toll, ich häng fest. Ja, lass mir meinen Träger mal. Hau ab. Da. Da ist hier gleich die Greifzange. Ach Mann. Hier ist ein Baum. Daniel und Daniel, das D-Team. Ja. Das nicht das A-Team, sondern das D-Team. Warte, klammer den mal ein, den großen. Ja, du musst doch mal stehen bleiben hier. Ich fahr doch, bin doch still. Ja, du kannst ja nicht immer so schnell fahren, Daniel. Daniel, Mann. Steh doch, ey. Daniel, du klammert den mal die ein und Daniel fahr nicht so schnell. Und Daniel? Jo! Fahr nicht so schnell. Ne, klammer ihn mal ein, wollte ich sagen. Halt, nein! Aua! Ah! Abfahrt! Nein. Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ey! Ich sehe das jetzt schon, dass wenn ich hier gleich... Ich versuche meinen Baum wieder auszuheben, kommt irgendeiner von hinten und rammt mich voll weg. Nein, wir haben den Baum verloren! Nein, der hat einen Baum verloren. Oh Mann! Ja, DD-Team, ne? Ja. Der Henning, wenn du nicht haben willst, das nehme ich nicht wieder. Kann nichts bei rauskommen. Mit Knicklinger rückwärts fahren geht einmal gar nicht. Ja, kannst du wohl haben. Das war ein super Kontext. Dann lass mich hier meinen Dragger wieder rein. Hier. Hey, wir bräuchten, noch so einen Hänger. Hier. Ah, der Ine Astana, aber der kostet uns bestimmt eine halbe Milliarde hier. Juhu, hey, what? Danke. So. Wissi, kommst du ran oder soll ich noch näher? Ich kann ja mal nicht sagen, aber ja, ich mal einen Timer ja, gestellt. Ein näher ran. Wow. Ja, hab ich ja irgendeiner mit Sicherheit. Reicht das oder noch näher? Ah, müsste passen. Noch ein bisschen rückwärts. Ja, kriegen wir. Was hab ich denn zu ansteuern? Du gut still. Brauchen noch ein paar Hänger. Haben wir Geld? Nein, schon wieder! Deswegen machen wir Holz, die Geld kriegen. Wie viel haben wir denn zur Zeit? Weil ich habe keinen Stand. 36.000. 36.000 erst? Oh, schade. Oh! Nein, du bist doch... Timo! Ey, ich hab dir nicht! Ja, aber ja. So, jetzt aber. Aber wir haben sogar hier Gülleabfahrer. haben wir Gülle? Lass mich ja. Der große Träger besteigt den kleinen. Was macht hier sehen wir einen Holländer. Wir haben Gülle in der Tat. Hey Moment, wir haben Baumstämme geflogen. Was soll die Scheiße? Boah. Say what? Hast du auch gerade den Baumstamm gerade gesehen, der von oben runter geflogen ist? Ja, jetzt schon wieder. Mit den im Verkaufsträger rein und müssen wir den Fluppi, in den See reinschmeißen. Das schmeißt sie mal wieder hoch für uns. Fluppi ist krank, ja, nicht im Bett. Aber schon wieder.
willst du denn damit? Ich war zum Trigger. Willst du nicht einfach das Ding in den Teich schmeißen? Nein, das ist doch zu einfach. Mal gucken, ob wir den nehmen. Geh mal davon. Hä, ich will ja nichts sagen, aber... Mann! Hilfer der aber... Nein, das nicht, aber... Achso, ja, vielleicht, aber... Nee, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen Gülle fahren, aber ich habe gerade gemerkt, dass der Trailer für den LKW auch ein Zubringer ist. Gar kein richtiger Güllewagen mit Güllefass steht am Händler. LKW, schade. Jetzt ja, bin ich drauf. Genial, muss man sagen. Ja, 50% liegt mir auch, also. Was willst du mehr? 50%, wenn die sind besser wie 100% von ja. Gar nichts, ne? Weg muss man so ein Verkauf. Was denn nun? Nichts. Alles gut. Cool. Ich bin wenigstens gleichmäßig produktiv. Ich bringe mal ein. Ja, Daniel möchte Eisenbahn spielen. Oh, Entschuldigung. Gut. Moment. Warte mal. Ja, ich kann den Markt Züge. I like trains. Eise! Die Eisenbahn fährt los. Ich mag Züge. So, jetzt muss ich hier irgendwie umdrehen. Das wird schwierig. Hallo, einfach über die Berge. Wir haben Geländebereifung. Nein, der Zug ist weg. Warum hat, Sachsen eigentlich so einen großen Case verdient, Hummel? Der war frei gewesen, hab ich mir geschnappt. So, kannst du mal kurz rausgehen bitte? Nein. Du leckst aber so ein bisschen rum, du musst mal da raus. Nee. Ich lege gar nicht raus. Ding auch klar, geh mal raus bitte. Das geht absolut nicht, ne? Ja, ja. Mal so sagen. Aber eigentlich, man muss jetzt Hashtag Spielverderber machen. Ah, fang mal an. Oder ja. Hashtag 17 Minuten und 3 sind. Bisschen groß, ne? Auch die Größe kommt nicht an. Ist ganz schön lang, klar, ne? Tschüss. Tschüss. Das sind jetzt mal Daumen, Abo, Kommentar, alles was man so braucht fürs Leben, ne? Oh, ja, 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 tschüss. Und immer schön auf Facebook klettern.